Seit längerer Zeit müssen Kulturinitiativen mit stagnierenden Förderungen zurechtkommen. Das Beibehalten eines qualitativ hochwertigen und vielfältigen kulturellen Angebots ist aber oftmals nur durch Selbstausbeutung, durch Ehrenamtlichkeit, gute Vernetzung und ein helfendes Miteinander möglich. Praktisch niemanden geht es um einen finanziellen Verdienst, den es ohnehin kaum gibt. Praktisch jeden geht es um eine Haltung. Kunst und Kultur sind lebensnotwendige Bestandteile unserer Gesellschaft. Zukünftig soll das Kulturbudget noch massiver gekürzt werden. Irgendwann ist aber der Punkt erreicht, wo nicht noch mehr eingespart werden kann. Und wenn die Kultur ausgehungert wird, müssen Initiativen zwangsläufig verschwinden. Dann ist jahrzehntelanges Engagement auch irgendwann weg und dann gibt es keine Kultur mehr, so wie im Irak. Zurück bleibt ein großes Loch. Gerade in Zeiten, in denen Engständigkeit und Kasterldenken salonfähig werden, muss in Kultur, Offenheit und Diversität investiert werden. Ohne eine vielfältige Kulturszene wäre Oberösterreich ein ödes Land. Seit 19 Jahren erweitert die JUKI den filmischen und somit auch gesellschaftlichen Horizont der Jugendlichen. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Deshalb unterstützt bitte die Initiative Kulturland retten mit eurer Unterschrift.